Herzlich willkommen auf Marius Channel. Hallo zusammen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinen Kanal Marius Channel. Heute habe ich etwas ganz Besonderes für euch. Eine geräucherte Putenkeule. Lasst uns gemeinsam dieses leckere Gericht zubereiten und meiner Familie zeigen, wie man das richtig anlegt. Also schnallt euch an. Und los geht's. Wir fangen als erstes mit warmem Wasser an. Ihr benötigt dafür 3 Liter Wasser, weil die Putenkeule ist ja groß und die sollte untergetaucht sein. Wir benötigen ein Einmachgewürz, das ist von Fuchs. Da ist alles drin, was man braucht. Davon gebe ich 3 Teelöffel hinzu, also für 3 Liter. Das tue ich mir immer vormale. Was ich noch dazu gebe, das ist dann Ascorbinsäure, so 2 kleinen, klitzekleinen Löffelchen, die immer dabei sind, kommt dabei Rossmann zu kaufe. Und natürlich nochmal 2 Blätter Lorbeer, das ist aber auch schon im Fuchsgewürz enthalten. Dazu pakistanisches feines Meersalz. So, dann habe ich hier noch von Ostmann ein Gewürz, da ist alles drin, das sind so Kräuter, also 3 Teelöffel rein, da ich ja jetzt 3 Liter Wasser benutzt habe. So, das ist schon alles. Natürlich könnt ihr eure eigenen Gewürze benutzen. Ich habe da ein bisschen Limette reingemacht. Warum benutze ich das Sieb? Dass das nicht so körnig ist, weil das tun wir ja nachher noch spritze. Und das möchte ich vermeiden, dass ich die Körnchen in die Nadel rein kriege. Dann kommt nämlich nichts mehr raus. So, das Ganze tut ihr leicht hochkochen, gut verrühren, dass das Salz sich auflöst. Deswegen auch feines Salz benutze. So, wenn das Ganze dann abgekühlt ist, nehmen wir unsere Putenkeule, tun sie mit dem Wurstpikser durchstechen. Das könnt ihr machen, wie ihr möchtet. Es gibt Leute, die sagen, das hat keinen Wert. Ich mache es trotzdem immer wieder. Und weil der hat ja einen Knochen noch, dass das dann besser reinläuft. Die Keule vorher schön säubern, ein bisschen von Fett befreien. So, dann brauchen wir eine große Schüssel, damit wir diese Riesenkeule dann auch reinbekommen. So, dann habe ich mir meine kleinste Pökelspritze geholt, aber kauft euch diese nicht. Die taucht nichts, die habe ich zweimal benutzt, da war es schon kaputt. Es gibt jetzt bei Gilde gibt's eine Pökelspritze, eine richtig gute, was die Metzger auch benutzen, ähnlich. Und die kostet, ich glaube, habe sie gesehen, für 18 Euro. Das ist aber dann was Gescheites. Ich habe aber noch eine andere, die geht auch ganz gut. Also ich habe jetzt pakistanisches Bergsalz genommen, um das mal auszuprobieren. Aber ihr könnt auch gern Pökelsalz nehmen, dann ist es noch sicherer. Also ich habe kein Bauchweh gehabt, nichts, das war wunderbar. Die Flüssigkeit dann ein bisschen schräg einspritze und am Knochen entlang ein bisschen mehr einspritze. Also ich sag's euch, das ist alles super schnell gemacht. Das dauert überhaupt gar nicht lang, das Zeug hochkochen, dann ein bisschen warte, bis es kalt ist und dann legt er die Pute, legt er dann für 1 bis 3 Tage ein. Also ich habe es jetzt nur einen Tag über Nacht eingelegt. Das reicht auch. Also es war wirklich wunderbar. Die sollte untergetaucht sein mit Flüssigkeit. Eventuell in Kaffeeplättchen drauflege. Dann ist das top in Ordnung. So, nach einer Nacht habe ich die Putenkeule in ein Vakuumbeutel eingeschweißt und habe sie bei 78 Grad für etwa 2,5 Stunden abgebrüht. Das solltet ihr machen. Da könnt ihr dann auch sicher sein, dass alles gut durchgegart ist. So, nach dieser Zeit tue ich meine Putenkeule etwas trocknen. Normalerweise benutze ich dafür den Gourmet Max, aber die ist ja so riesig groß, die geht da überhaupt gar nicht rein. Und da habe ich es dann einfach mal in den Backofen gelegt und mit 40, 50 Grad habe ich die da mal so 15 Minuten, 20 Minuten trocknen gelassen. Die sollte ganz trocken sein vom Räuchern, weil sonst bekommt da kein Rauch dran. Also die muss furztrocken sein. So, hier haben wir sie schon. Den Räucherofen habe ich schon vorbereitet. Denn da heizt sich dann auch vorher immer ein bisschen auf. Kommen wir mal zur Temperatur. Also ich gehe dann immer so vor, ich gehe dann erstmal kurz hoch auf 100 Grad.
Ich muss dazu sagen, ich habe hier ein elektrogesteuerter Räucherofen von Begetal. Da läuft auch ein Video, das könnt ihr euch mal angucken. Ist allerdings schon ein bisschen älter. Ja, die hänge ich jetzt da mal rein. Dann heize ich das hoch auf 100 Grad und nach dieser Zeit gehe ich dann mit der Temperatur runter auf etwa 65 bis 70 Grad. Natürlich dürft ihr euer Räucherspan nicht vergessen. Ich benutze da 0,4 bis 1 mm. Das ist von Goldspan. Ist das Ideal zum Kalträuchern. Allerdings wäre jetzt dann auch angebracht gewesen, etwas größerer vielleicht, aber da ich ja eine Elektroheizung habe, kann ich das ja dann auch so machen. Der Ofen ist sehr gut isoliert und er hält sehr, sehr lange auch die Temperatur. Also erst war ich dann mal mit 100 Grad und dann, und das seht ihr jetzt auch gerade die Räucherschale, also erst mal mit 100 Grad, dann senke ich die Temperatur auf etwa 70, 75 Grad und dann schalte ich den Ofen ganz aus. Und es dauert dann ungefähr 1,5 Stunden, also der hält noch 1 Stunde wirklich so bei 65, 70 Grad die Temperatur. Und dann fällt die Temperatur ganz langsam, wie ihr hier seht. Also an der Seite gibt es noch ein Einschubfach, wo ich dann noch zusätzlich Mehl, wenn es weggebrannt ist, kann ich dann noch ein bisschen was hinzufügen. Das habe ich auch gemacht. Die Dauer hat ungefähr 1,5 Stunden gedauert und dann war die Puddingkeule wirklich perfekt. Also man muss wirklich schon wissen, wie man den Ofen bedient, sonst funktioniert es nicht. Ja, hier seht ihr jetzt nochmal das Einschubfach. Da habe ich noch ein bisschen nachgefüllt mit Räucherspan. Und immer auflasse ein bisschen das Fach. So, das war eigentlich alles. Das geht wirklich ruckzuck. Das ist alles Wartezeite und ist einfach gemacht. Aber wirklich, ich sag's nur, hammermäßig lecker. Ja, so sieht es aus. Also ich finde es gut so. Man kann dann auch mal aufmachen und wenn es nicht so ist, kann man immer noch zumachen. Aber zu viel ist auch nichts. Normalerweise sollte man dann diese Puddingkeule noch ein bisschen abhängen lassen, in kühlen Raum oder in einen großen Kühlschrank rein, dass sie ein bisschen ausdunstet, weil das hat ja immer am Anfang noch so starker Rauchgeschmack und wenn das mal einen Tag hängt, dann ist es auch weg und dann ist sie wirklich super genießbar. Ich lasse mein Zeug immer noch eine Nacht liegen und bevor ich dann den nächsten Tag probiere. Na, schaut es euch mal an, sieht doch lecker aus, was will man da noch? So, dann halt fürs Video kommen wir halt mal schon zum Anschnitt, das schneide ich mal so ein Stück raus, dass ihr mir halt sehen könnt, wie es geworden ist. Schaut es euch mal gemütlich an. Ich mache euch ein bisschen Musik dazu. Ich habe starke Hintergeräusche gehabt. Die haben ja überall wieder Rasen gemäht. Am Samstag war das. Und ja, deswegen mache ich euch jetzt ein bisschen Musik. Und dann ist das besser zu genießen. Also die schmeckt wunderbar. So, dann kommen wir langsamer noch zum Schluss. Ich habe sie dann den nächsten Tag, habe ich sie mal so richtig aufgeschnitten und geguckt, ob es auch wirklich alles perfekt und durch ist. Wie ihr seht, wirklich durch und sie schmeckt wunderbar, schmeckt klasse. Wenn ihr Lust habt, probiert es mal aus, ist wirklich was Feines. Oder nehmt mal ein Hähnchen zum Anfang. Ja, dann sage ich mal, abonnieren nicht vergesse. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.